Tristan, eine Sternschnuppe. Victoria, wenn du mir deine Hand versprichst, gehe ich über die Mauer und hole dir den Stern. Du kannst nicht über die Mauer. Niemand kann über die Mauer. Ich wache über die Pforte zu einer anderen Welt und du bittest mich einfach so um Einlass? Ja. Fort mit dir. Halt! Entschuldigung, haben Sie hier irgendwo einen Stern gesehen? Wir sind in einem Krater, hier muss er reingefallen sein. Ja, er ist hier reingefallen. Sie sind der Stern. Sind Sie der Stern, wirklich? Oh, Wahnsinn. Es gibt viele Geschichten aus der Welt des Zaubers. Ja. Von bösen Hexen. Fliegenden Piraten. Und bezaubernden Prinzen. Ich bitte um Ruhe, ich habe entsetzliche Kopfschmerzen. Ja. Nur ganz kurz. Ich bin anderer Ansicht. Doch nie zuvor gab es ein Abenteuer, das vergleichbar ist. Alle Welt spricht von diesem Stern. Wenn ich sie finde, wird die Herrlichkeit unserer Jugend wieder erstrahlen. Erstmal erzählt ihr mir, wer ihr seid und was ihr hier oben sucht. Wir wollen bloß wieder nach Hause. Touché. Ich hoffe, du sagst die Wahrheit, du zweiköpfiger Hund. Ich kann Ihnen so einen besorgen. Ehrlich. Sehr gute Wachhunde. Die können Vorder- und Hintertür gleichzeitig bewachen. Genug. Wo ist das Mädchen? Sprich, oder du stirbst. So, lasst uns anfangen. Denk an zu Hause und halt dich an mir fest.